Alles für Wilksch, sage ich mal. Bergwertung, wurscht. Also ich gehe nicht in die Gruppe. Ich auch nicht. Kann sein, dass du arbeiten musst, gell? Ich sag's nur, weil das Feld sieht so aus, als würde gar keiner fahren. Ja, ich schaue mir das jetzt erstmal an, wer da in der Gruppe ist. Feld fährt gar keiner. Vorsprung schon 6 Minuten gleich. Hätten wir jetzt dabei sein müssen. Das Also wäre ich, du nicht. jetzt wieder ein Klassiker, so ein Klassiker von mir, dass ich die ganze, weißt du das noch bei der Vuelta, als ich die Ja. Rundfahrt hergeschenkt habe, als wir so ein, Ja. da hatten wir so ein richtig geiles Duell, was war das, Bilbao gegen Almeida oder so. Ja, das war Chaos. Am Ende wird ist irgendeine Gruppe durchgekommen. Da hatte ich doch dann mit, oh, wie hieß der noch? Mit so einem Dänen, Honoré. Mit dem hatte ich dann tagelang das Leader-Jersey, weil ich in dieser Gruppe war. Ja, puh, die lassen mich da jetzt ganz schön alleine. Ja, völlig zu Recht natürlich. Absolut zu Recht. Da wirst du jetzt die ganze Mannschaft aufbrauchen. Frage ist natürlich auch, ist da ein gefährlicher vorne? Sechs Ja, der Minuten Aller kommt Rückstand? mit 68. 3 Minuten Der hat nur Rückstand. 3 Minuten. Ja. Boah, die kommen jetzt da mit 20 in den Berg rein. Oh, das ist unangenehm. Schenkt er den Etappensieger. Kann man auch mal Ich gönnen, du bist wusste so es. souverän. Kann man auch mal den anderen gönnen. Nee, ich meinte, das ist unangenehm jetzt für mich, dass ich da jetzt wahrscheinlich die Rundfahrt nicht gewinne mit Del Toro wegen so einer Ja, Kacke. also wenn du das verkackst, dann, also das wäre billiger, meine Güte. Du wirst an dem Berg so viel rausfahren mit Del Toro, Alter. Das ist ein Monster, der Typ. Ich weiß ja nicht, was für eine Tagesform hat, wenn das auch noch dazu kommt. Ja, aber es sind jetzt schon 9 Minuten und es werden am Ende über 10 sein. Ja, wieso fährst du nicht schneller mit deiner Mannschaft? Weil ich die brauche später. Na. Du kannst mit Del Toro unten am Fuß wegfahren, da brauchst du gar keinen. Oh, warte mal, da ist Okay, gerade wir alles müssen mal. gerissen. Ja, machen wir eins. Das ist jetzt natürlich super cool. Steht einfach ein Auto auf der Straße. Ich krieg Unterstützung, schau mal, Petro-like, Ja, fährt Vollgas. das ist natürlich jetzt ein Witz. Oh, okay. Bist du mit allen vorne? Ja. Okay. Oh, das ist ja eine krasse. Also wer hätte gedacht, dass sich die Bergetappe schon entscheidet, bevor sie überhaupt den Berg geht? Tja, war halt bei mal 4, was soll ich machen? Naja, das. Warum fährst du nicht hinterher? Weil ich es nicht einsehe. Etappe ist noch sau So, lang und sau schwer, also ich werde da jetzt nichts verpulvern. du machst da am Berg nochmal Vollgas dann. Ja, kommt halt darauf an, wenn ich dann schon 2 Minuten Rückstand auf euch habe, dann wird es das wahrscheinlich gewesen sein. Wieso ist das denn bei diesem Hügel so zerrissen? Das ist so ein Quatsch, Alter. Ja, das ist auf dem Level. Und vorne sind die auch 9 Minuten weg. Oh, ist das Nee, das ist lustig. ja, das der Computer, also ich will es jetzt nicht aussprechen, aber der Computer hat uns richtig. Genau. Ausgetrickst. Ja. Würde ich aber hinten schon mal Gas geben. Jetzt sind schon 3 Minuten zwischen deiner Ja, das ist Gruppe doch und dem vorbei. Da brauche ich Feld. jetzt nicht mehr Gas geben. Ich fahre jetzt gemütlich.
Ja, du fährst, hallo bitte, du wirst so mit Milchstraße noch dritter in der Gesamtwertung. Ja, wie denn? Ich habe jetzt 3 Minuten Rückstand auf die, auf 32 Leute da vorne. Ja, aber erstmal schau mal in die Gesamtwertung. Also Top 10 schaffst du auf jeden Fall noch. Das ist mein großer Traum, bei der Rundfahrt Top 10 zu laufen. Ja, oder du gehst auf Ausreißer-Etappensiege mit Wilksch, das kannst du natürlich auch machen. Ja, dir hilft es natürlich extrem, dass die da jetzt wie gestört fahren da vorne. Das ist ja ein Witz. Was spinnen die denn? Ja, weil du abgehängt bist. Ja, trotzdem. Da muss man den Leader machen lassen. Ist einfach dumm programmiert. Das würde kein Team würde das machen. Bei so einer Clown-Konstellation. So, jetzt sind sie alle kaputt. Oh, und jetzt attackiert Oscar Sevilla. Krass. Der Etappensieg ist aber weg, oder meinst du, du kommst da noch ran? Ja, wobei Na, doch, glaube ich kann schon nicht. sein. Aber wenn die alle eingehen, vorne schon noch. Ja, wahrscheinlich. Aber mit, ja, dass Sevilla da jetzt so wegfährt. Also meine Hoffnung ist, dass der halt jetzt auch eingeht. Also ich würde mit Wilksch noch nicht aufstecken. Du weißt, also lass das es mal. Aber Alarcón könnte ich mir vorstellen, dass der das ins gelbe Trikot schafft. Immer noch 23 in der ersten Gruppe. Sechs Minuten, also ich glaube nicht, dass ich da noch vorkomme. Wie schaut es bei dir hinten aus? Ja, ich fahre halt einfach ein bisschen. Ja, 6:25, die bauen sogar aus. Also ich glaube, dass ich die Rundfahrt gerade verliere. Nein, tust du doch nicht. Ernsthaft, freilich. Ich habe ja keine Helfer mehr.
Jetzt muss Del Toro fahren. 5 Minuten Rückstand. Ja, und der hat doch 3 Minuten Rückstand. Es kommen noch Bergetappen. Du hast doch alles im Griff. Deine einzige Gegnerin, du hast, ist Caicedo. Alle anderen bist du losgeworden. Sevilla ist noch dabei. Aber der Sevilla fällt jetzt zurück. Frage mich, wie lange Caicedo da noch dabei bleibt. Ja, aber das ist echt krass. Wo ist der Alarcón? Okay, der Alarcón ist nicht der Beste. So, jetzt fährst du Okay, doch jetzt allen geht, davon. jetzt fährt der Caicedo auch weg. Ja, ist doch easy. Läuft doch perfekt für dich. Ich meine, du wirst die Etappe wahrscheinlich nicht mehr gewinnen, aber. Nein, 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 die gewinne ich auf jeden Fall nicht. Wichtig ist nur, wie lang ist der Alarcón? Also der hat es echt, der ist ein richtiger Fuchs gewesen. Ja, du hast es halt mal wieder komplett. Du machst einfach deine Nachführarbeit halt einfach nicht. Das machst du im PCM nie. Ja, das war mein Fehler. Aber ich müsste das gelbe Trikot behalten. Zehnter Del Toro. Ja, das war ein sicherer Sieg. Ja. Aber das ist oft so bei diesen kleinen Rennen, da kannst du es ganz schwer zu kontrollieren. Naja, die ersten 6 Minuten hast du ja komplett hergeschenkt, weil du gar nichts gemacht hast. Also die 6 Minuten hast du denen einfach geschenkt. Das ist ja das Problem. Wenn du da mit 60, 65 hinterherfährst, kommen die gar nicht so weit. Dann werden die nie so einen Vorsprung haben. Und der zweite Fehler ist, dass du halt, wenn du schon nicht bereit bist, hinterher zu fahren, dann auch noch 15 Mann weglässt. Da ist ja logisch, dass das schwierig wird, auch wenn die Pfeifen sind. Ja, ich hätte in die Gruppe gehen müssen. Nee, du hättest hinten einfach mal deine Arbeit machen müssen, nicht in die Gruppe gehen. Wenn du in die Gruppe Wenn gehst, ich in die zerstörst du die Gruppe. ganze Renndynamik. Ach so, Das ist meinst du, so. weil dann keine Gruppe weggeht? Weil keine Gruppe weggeht und wenn, dann wird hinterhergefahren, wie blöd. Du musst einfach mal deine Aufgabe erledigen, wenn du schon einen Gesamtsieg fährst. Okay. Doch, ich bin am Ende 18. noch geworden. Und du bist Neunter in der Gesamtwertung. Ja. Also Podium ist noch drin. Ja, aber es ist natürlich mies, mit mal 4 auch noch bei so einem Kackhügel wegzufliegen. Es ist halt blöd ohne Ende. Aber ist ja auch gut Stell so. dir vor, ich hätte Richitello und Del Toro nominiert. Wie gesagt, du hättest da mit deinem 74er Bergfahrer, hättest du die Rundfahrt genauso gewonnen. Es war verschenkt, Del Toro zu nominieren. Na, das passt schon so. Sonst hätte ich ihn bei den amerikanischen Rundfahrten nominieren müssen und das wollte ich nicht. Da wäre er verschenkt gewesen. Schau mal an, wie steil das ist. Oh mein Gott, das sind ja sogar ganz viele schwarze Bereiche. Ei, ei, ei. Und auch so ganz unrhythmisch, wahrscheinlich auch noch eine ganz enge Straße. Das liegt Del Toro sehr. Es schneit auch, sehe ich gerade, im Zielbereich. Bester Fahrer aus der Gruppe Bei ist uns 9 Minuten regnet's. weg. Bei uns regnet's, im Ziel schneit's. Und direkt Oh, Massensturz. Schöner Start. großer Sturz. Und die Peruaner schicken wieder 2 Leute rein. Also die gefallen mir sehr, sehr Oh, gut. der Gesamtelfte Bustamante ist gestürzt. Oh, und jetzt hat das Feld komplett zerlegt. Jetzt sind wir wieder zusammen. Das ist ein wilder Auftakt, ey. Hinten fliegen 11 raus, vorne 11 rein. Raus aus dem Also diese Feld. Bergetappen sind eigentlich spannender als im Flachen, als an dem Berg selber. Bei dem Feld schon, ja. Aber der Sturz hinten, der Bustamante als Elfter, das ist bitter.
Ja, aber da kommt ja wieder ran, oder nicht? Aber wieso warten die nicht auf den? Wieso wartet denn sein Team nicht auf den? Das verstehe ich nicht. Weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall Glück, dass die Bolivianer fahren. Warum fahren die Bolivianer jetzt? Jetzt haben sie aufgehört. Naja, stimmt. Wer ist denn jetzt vorne? Wer ist der beste Fahrer, ist 9 Minuten hinten. Ja, der Bustamante muss wirklich selber fahren. Also der wird in der Gesamtwertung heute rausfliegen. Ja, ich Definitiv. glaube, dass es hin, der schafft es aber hin. Ja, das kann sein, aber das, was da jetzt hier verausgabt, das wird er doch am Ende zu spüren bekommen, oder nicht? Du Wenn du musst da willst, ganz können wir mal alleine zwei fahren. machen. Jetzt kannst du mir helfen. Nee, du bleibst eh direkt im Feld. Perfekt. Jetzt ist er gleich dran. Was willst du mal zwei? Ja, Oder mal nee. vier sogar bis zur sechsten Ja. Sprintwertung, wenn du willst. Ja. Ich habe auch nicht die Manpower, um das halt, um die zurückzuhalten. Das ist mein Problem. Nee, aber du kannst immerhin dafür sorgen, dass die ersten 6 Minuten nicht geschenkt bekommen. Und das machst du ja jetzt. Und dann ist es viel einfacher, weil dann müssen die für die 6 Minuten kämpfen und nicht einfach haben die schon. Das macht den großen Unterschied dann am Ende aus. Ja, und dann sind sie müde am Ende auch. Ja, klar. Oh, Camargo. Camargo. Ah, ist ein anderer Camargo. Also ja, gibt es mehrere, habe ich auch schon gesehen. Jetzt haben sie 6 Minuten. Ja, ist so wurscht. Guck mal, was da noch für ein Berg kommt, Alter. Es geht ja jetzt nur noch hoch eigentlich. Und vor allem diese unrhythmische Steigung und dann diese enge Straße, das Die wird werden übel. eh dann vorne Ich auseinanderfallen, dann hast du wenig Windschatten noch, was hilft. Also da würde ich mir jetzt keine Sorgen machen, wenn du das einigermaßen kontrollierst. Ach, come Oh. on. Oh. Wow. Ja, kein Problem. Aber kostet natürlich trotzdem ein paar Prozent. Ja, es geht jetzt hoch und ich kriege eine Reifenpanne. Es ist halt, gelbe Balken geht halt runter. Es läuft richtig nice für Wilks hier, die Rundfahrt. Ist aber leicht vorzukommen. In der Cadena hat gerade Wasser geholt. Alles cool. Ich mache jetzt auch kein Tempo gerade, außer diese Ja, das geht jetzt mehr. Basisführung, Wenn die ich es da mache. beim Berg dann auch gewesen wäre, wäre es schlimmer. Genau. Bist du wieder dran? Ja. Oh, der Berg jetzt gleich, das wird brutal mit diesem ganzen Rhythmuswechseln. Es ist aber echt ein krasser Berg, ey. Durchschnittlich 7,1%, maximal 15,9. Das ist schon was auf jeden Fall.
Konzentration steigt. Ja. Tempo steigt auch, aber muss jetzt auch. Ja, 6 Minuten weiterhin, das hat sich jetzt stabilisiert. Das Feld wird jetzt gleich zerlegen. Oh, und da kommt jetzt eine richtig fiese Rampe, siehst du das? Ja. Ich schieb. Alter, diese breiten Fahrer teilweise, wenn die neben Bergfahrern fahren, das sieht so lustig aus. Und dann diese Rampe hoch. Kommen die ersten schon zurück aus der Spitzengruppe, oder? Oder sind das Überrundungen? Nee, kann nicht sein. Ne, das sind die ersten aus der Spitzengruppe. Ja, stimmt. Krass. Aber der Abstand bleibt, siehst du das? Ja. Das ist ja übel. Etappensieg ist schon wieder weg. Ja, aber das ist halt auch schwierig zu kontrollieren mit einem. Ja, aber so muss es auch sein. Also. Du wirst halt allein gelassen, aber du müsstest halt drei, vier Fahrer dafür aufbrauchen. Wenn du das nicht machst, kommt die Gruppe halt durch. Ja. Und das kann ich halt mir nicht leisten. Ich kann nicht sagen, ich fahre nur noch mit einem Helfer mit Del Toro in den Berg rein. Könntest du schon, aber ist halt dir überlassen natürlich. Wenn es den anderen nicht passt, müssen sie selber fahren. Ja, es sind nur 6 Minuten, aber ich befürchte auch, dass der Etappensieg weg ist. Ja, denke ich auch. Aber der Gesamtsieg ist nicht weg, weil der Beste vorne ist 9 Minuten. Ein Gesamtsieg hast du doch eh in der Zurück. Tasche. Das kannst du jetzt locker runterfahren. Locker runterspielen. Hast du noch alle Fahrer? Ja. So, und jetzt geht's in diese fiesen Rampen rein. Die vorne zerlegt es jetzt, oder? Ja, die Fünfeinhalb ganze Minuten Zeit, noch. da kommt jeder einzeln zurück. Aber die sind schon noch ein paar zusammen. Aber 5 Minuten noch, also ja, könnte schon noch was werden, dass man da rankommt.38 Fahrer, wobei jetzt zerfällt's. Ja. Oh, und jetzt übernimmt Petrolike. Die sind echt stark. Vorne sind übrigens nur noch 6 Fahrer. Das heißt, mein Andrew August ist jetzt auf der 7. Position im Rennen. Ja.
Ich glaube, wir gewinnen. Also der Etappensieg kommt aus der Gruppe. Aus Nee, unserer die holen Gruppe, wir noch meine ich, ein. nicht aus. Ja, das meine ich ja, Ja, genau. locker. Da vorne sind die ja, die sind völlig im Arsch. Und jetzt sind es wirklich die Besten der Besten der Rundfahrt. Oh, da hat sich der Caicedo, der hat sich leicht gelöst, gell? Nicht mit mir. Wie schaut es bei dir aus? Bin noch da. Camargo fällt zurück und jetzt ist Caicedo gegen Del Toro und gegen Wilksch. Boah, ist das steil. Boah, der Wilksch fährt aber auch gut. Puh, der Caicedo, ich krieg den nicht los. Scheiße. So. Jetzt ist er platt. Ja, kurz vorm Ziel hast du noch geknackt. Aber schau mal, wie Stark deutlich die von. ersten drei sind. Aber stark von Wilksch. Das dürfte das Podium sein für Wilksch. Ja, ich habe halt schon, ich hatte 5 Minuten Rückstand auf dich wegen der Etappe vorher. Aber 1 und 2 sind nicht mehr ergreifbar für mich natürlich nach dem Scheiß auf der Voretappe. Aber Platz 3 ist Maximum, was möglich ist. Guck mal, Krejci kommt auch schon rein. Gretschi ist auch stark. Aber der spielt natürlich keine Rolle mehr in der Gesamtwertung. Swerbul hat den richtig guten Tag, Sechster. Alter, auch stark, ja. Also das macht Colin sehr viel Joyce, der Spaß, hier Sp mit diesen Fahrern zu spielen und so. Das ist echt geil. Colin Joyce, der Sprinter, Zwölfter. Ich hätte es halt vorher nicht verkacken dürfen auf der Etappe, aber. So, Gesamtwertung ist jetzt natürlich super. Jetzt ist hier Weg Stritter, wie ich dir gesagt habe. Hey, obwohl ich 5,5 Minuten verloren habe auf der einen Etappe, ne? Oder 5. 5,5 können es ja gar nicht sein. Krass. Ja, und zwar deutlich. Über So. 3 Minuten Vorsprung auf Sevilla, also das sieht gut aus.